Ich stehe hier jetzt mit Herrn Professor Schneider, unserem Tagungspräsidenten, Kongresspräsidenten dieses Jahr. Herr Professor Schneider, auch wenn die Eröffnungsveranstaltung gerade erst vorbei ist, was ist Ihr Highlight bisher gewesen an diesem Kongress? Ich habe trotz der Generalprobe zumindest einmal kurz in die Sitzung zur globalen Kindergesundheit reinschauen können und schon die wenigen Minuten waren nochmal sehr eindrucksvoll. Ich habe auch einige wichtige Informationen mitgenommen und es hat auch nochmal gezeigt, wie groß und wie wichtig diese Krise ist, nicht nur für den globalen Süden, sondern auch für die Kinder hier in Deutschland. Die Kinder hier in Deutschland, wir sprechen ja auch auf dieser Tagung immer mal wieder darüber, was es für politische Aufgaben, für gesellschaftliche Aufgaben gibt für die Kinder- und Jugendmedizin. Was ist das für Sie? Ja, letztlich müssen wir wirklich sagen, dass die Kinder und die Familien hier im Moment von vielen Krisen betroffen sind. Jetzt nicht nur die Klimakrise und auch nicht nur die Corona-Krise, es sind ja viele Sachen. Und das, was uns ja wirklich auch wirklich schon lange bewegt, ist eigentlich die soziale Krise. Also die vielen Kinder in Deutschland, die sozial benachteiligt sind, die aus armen Familien kommen, aus bildungsfernen Familien kommen. Und gerade in einer Ruhrgebietsstadt wie Dortmund haben wir halt viele von diesen Kindern. Und wir sehen gerade wie unter Brennglas, unter der Corona-Pandemie, dass diese Kinder wirklich sehr stark zurückgeblieben sind. Und wir müssen ja immer wissen, das, was die Kinder am Anfang in ihrem Spracherwerb, in ihrer sozialen Kompetenz, auch in ihrer Gesundheit nicht schaffen, das begleitet sie ja weiter. Und damit wird die Schere in der Biografie für die Kinder ja eigentlich immer größer. Haben Sie das Problem benannt und den Finger drauf gehalten? Was gibt es denn für Lösungsvorschläge, an denen Sie auch vielleicht selber mitarbeiten? Ja, einfache Lösungen gibt es leider nicht. Aber wir versuchen zum Beispiel in Dortmund ein paar Sachen im Rahmen der Stadt auch zu gestalten. Also gerade in den schwierigen, armen Stadtteilen werden mehr Ganztagsangebote geschaffen. Und wir versuchen da Bildungsangebote und auch gesundheitliche Angebote an die Familien heranzubringen. Jedes Kind in diesen Stadtteilen soll ein Recht auf eine Ganztagsbetreuung haben. Und wir sind auch dabei, mit einem sozialen Zentrum dann auch medizinische Angebote, auch einen Lotsendienst für die Kinder in der Nordstadt anzubieten. Und wir hoffen, dass wir da wirklich ein bisschen die Lücke schließen können. Spannend. Der Kongress geht noch 2 Tage. Wir werden uns bestimmt noch über viele spannende Sachen unterhalten. Was machen Sie am Samstag und wie geht es nach dem Kongress für Sie weiter? Ja, am Samstag gucke ich mir erstmal das Fußballturnier an, drücke meiner Mannschaft natürlich die Daumen. Ich hoffe, die gewinnen nicht nur den Westpokal, sondern auch die deutsche Meisterschaft. Und am Sonntag werde ich mal, glaube ich, ausschlafen und am Montag geht es dann mit der Familie in Urlaub. Dann einen schönen Urlaub und viel Spaß noch beim Kongress. Ja, vielen Dank.